Es ist Sonntag, der 9. August. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Ruhetag hier vom Ufer vom Thunersee und lese aus Jesaja 42, der 16. Vers. Die Blinden will ich auf dem Weg leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Und Johannes 12, 46 sagt Jesus, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Es ist ja ein bisschen seltsamer Vers, den wir hier haben, weil sonst heisst es ja doch halber, Gott wird die Blinden sehend machen. Das steht sogar im Jesaja so. Aber jetzt hier heisst es, er darf die Blinden leiten. Also er tut sie gar nicht, er tut ihnen gar nicht das Augenlicht auf, sondern er leitet sie einfach und irgendwie kommen sie dann schon an den richtigen Ort. Und man fragt sich, ist das nicht ein Widerspruch? Warum sagt er das überhaupt? Und warum löst das Problem nicht so grundsätzlich, wie es im Neuen Testament heisst? Jesus hat den blinden Augen aufgetan, geistlich wie auch physisch, und nachher mussten sie nicht mehr in der Finsternis wandeln. Wie gesagt, ein seltsamer, geheimnisvoller, ein bisschen widersprüchlicher Vers, schwer auszulegen. Ich habe mir dann einfach gesagt, es ist von dann an, wo das Volk auf Babel ist, deportiert worden. Und wo sie nachher auch wieder zurückkommen. Von dieser Zeit an, wo der Jesaja darüber geredet hat, tatsächlich so wie eine Blindheit im Volk gewesen. Sie haben nämlich das alte System nicht mehr weiterführen. Es hat keinen Bundesladen mehr gegeben. Das heisst, das Opfer hat nicht mehr richtig funktioniert. Es hat zwar schon noch Opfer gegeben, aber man hat gewusst, es kommt etwas Neues. Aber man hat nicht so recht gewusst, was ist denn das Neue, das jetzt kommt? Der Messias hat sich noch nicht gezeigt, aber die alte Ordnung war schon verbröselt. Und wie blinge sie sind nachher auf die Zeit zumarschiert, wo schlussendlich plötzlich das Licht kam. Ich glaube aber, das, was ich jetzt hier trage, das, was das Wort auch sagt, das ist etwas, was in unserem Leben eben immer auch noch vorkommt. Ein Plätzweit natürlich. Das ist nicht mehr einfach unser Zustand. Als Jünger von Jesus sind wir nicht einfach die Blinden, die irgendwo auf etwas zugehen, wo wir keine Ahnung haben. Aber es gibt so Phasen im Leben oder auch Sachen, die man manchmal macht, wo man Gott einfach nicht versteht. Und dann merkt man vielleicht, es gibt eine Führung, aber ich weiss gar nicht, in was für einem Gebiet ich mich jetzt hier aufhalte. Und irgendwann wird dann nachher auch darüber die Augendecke weggenommen. Und dann verstehen wir, aha, darum hat Gott das so gemacht. Innerhalb von kurzer Zeit bin ich drei Leuten begegnet, also innerhalb von einem halben Jahr drei Leuten, die alle gesagt haben, Gott hat mir gesagt, ich soll ins Gülbental wohnen. Und alle drei haben nicht gewusst, warum. Und sie sind wie ein Blindflug in das Tal gekommen. Aber für mich, als Aussenstehender, hat das auf eine Art geheissen, ja, wahrscheinlich hat Gott das Tal gern. Und darum schickt er die Leute daher. Er hat ja alle auch dort lassen können, wo sie waren. Und auch im Gürbental wieder Leute erwecken, für das Tal etwas zu machen. Aber wenn man so verpflanzt wird an einen neuen Ort her, ist das für alle, die dort sind, eine Botschaft von Gott. Ich schicke hier Leute her. Und Gott schickt sicher aus dem Gürbental wieder Leute an anderen Orten her. Und all das, was die eigentlich sagen, ich habe euch gern, darum mache ich das. Und am Schluss wird man verstehen, warum, mit welchen Aufträgen, schlussendlich das Tal durch diese Menschen ist bereichert und beschenkt worden. Wie das immer auch ist mit dieser Blindheit, die im Alten Testament, im Neuen, bis her zu heute, wo man Gottes Weg nicht ganz versteht, nicht genau weiss, was noch kommt. Es ist doch wunderbar in so einem Lied zusammengefasst, wo heisst, wenn ich auch gar nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag.